Folge 15, Heavenly Sword. Hier, das war übrigens die Kombo-Liste, die wir versucht haben in der Pause zu studieren. Dann haben wir gesehen, boah. Irgendwas mit Viereck und ganz Dreieck. Ganz schön viel. Und ganz ehrlich, Leute, macht euch keine Hoffnung. Ich habe aber alle Spiele dieser Art, also sei es Devil May Cry, sei es God of War, suchen dann immer zwei Kombos raus oder so, die ungefähr für allen Gegner, für jeden Gegnertyp schon irgendwie passen, und dann fahre ich den einfach nur immer dann wieder ab. Wird schon klappen. Dann gibt es immer in jedem Spiel einen Hassgegner, der dann schlau genug ist, um auf die Kombo nicht reinzufallen. Aber mei, deswegen hasse ich ihn ja auch. Oh. Wobei ich sagen muss, ich habe in dem DMC, dem neuen von Ninja Theory, so einen Spaß gehabt mit diesem Kombo- und Punktesystem, dass ich dann echt mal ein paar mehr Kombos gelernt habe und ein bisschen besser darauf geachtet habe. Ich finde auch, ehrlich gesagt, da haben ja jetzt Spiele in den letzten Jahren durchaus andere Lösungen gefunden für diese Kämpfe und dann doch Variantenreichtum reinbringen, so wie Batman zum Beispiel oder so. Mhm. Finde ich auch irgendwie ganz, ganz cool, dass sich da ein bisschen was getan hat. Ja. Also, weil dieses, das ist ja auch irgendwie eine Sackgasse, dieses immer mehr Kombos bauen. Ja. Würde gerne mal total gerne mal so statistische Auswertungen von bei solchen Spielen, wie viele Leute tatsächlich die Kombos richtig gezielt nutzen. Aber das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, weil ganz viele einfach Button-Mashing machen ist werden. Ist das nicht eine der großen Probleme, die Ninja Gaiden-Serie hat? Dass die eben versuchen, sie haben halt eine sehr hardcore Fangemeinde, die auf so Kombos steht und auf total schwere Kämpfe. Ja. Und dann hatten sie doch jetzt für eines der letzten Spiele versucht, das alles aufzubrechen und aufzuweichen, und das fand die Fangemeinde halt so beschissen. Oh, das ist so eine Panzerfaust. Wie nehme ich die denn nochmal? So. Ach, X. Ja, unter Umständen hast du dich dann aber festgefahren in deiner Zielgruppe. Ja. Schieß doch! Oh nein! Oh nein! Das hat ein bisschen was von Kongo hier, ne? Mit dem Affen, die dann mit so einer alten. Wo die so fies mit dem Laser dann zerschneiden. So geil, die Szene. Christian Schneider sagt, Affen mit dem Laser zerschneiden, so geil. Ich weiß gar nicht, ist das ja, sollen die Menschen mit dem Laser zerschneiden oder was? Das ist, weil das sind ja so Killer-Affen. Ja. Ich weiß nicht, was die Peter dazu sagt. Ja. Eigentlich ist es halt scheiße. Leute, wenn die nicht umbringen wollen, weil jedes Leben irgendwie heilig, so darfst du nicht. Heute ist das ja immer ein großes Thema. Früher war das ja alles irgendwie egal. Aber heute versucht schon, warum kann er die nicht umbringen, wenn er von dir am Boden liegt? Heute versucht ja Ubisoft schon irgendwie der Kritik der Peter bei Dings aus dem Weg zu gehen, bei Far Cry 4. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht genau, wie sie es machen wollen, wenn sie dem Spieler andererseits auch anbieten, Elefanten als Kampfpanzer einzusetzen, auf die man dann auch schießen wird. Ich verstehe es nicht so gut. Du hast volle Kombo-Leiste, ja? Ja, pass mal auf. Wow! Was ich nicht so ganz schnalle, ist, ich meine, was soll das jetzt? Wie, was soll das? Habe ich jetzt mehrere umgebracht? Die sind alle tot. Ah, okay. Ich sagen würde, das wäre irgendwie ein bisschen doof. Oh, ist er noch ausgewichen? Wenn ich einfach nur mit der Stufe 3 halt auch nur jemanden kille. Also hast du halt alle umgebracht. So ein bisschen gleiche Spiel Frage war es nochmal mit den Dings töten, mit den Walen töten? Assassin's Creed 4? Black Flag. Ah, okay. Soweit bin ich ja noch nicht. Hallo, das ist ja wohl Kern des Spiels. Nee, ich meine in der Serie. Achso. Ich hink ja noch hinterher. Wen bringst du gerade noch um, Italiener? Nee, ich habe gerade angefangen, Amerikaner umzubringen. Ah, gut.
würde so gerne langsam mal in der Serie anfangen, Deutsche umzubringen. Komm. Wenn gar nichts mehr einfällt. Hä, wo geht's denn? Ach, hier. Durch die Tür. Diese Irren. Oh, das sieht aber bedeutungsschwanger aus hier. Bestien des Landes, heißt das, jetzt kommen auch noch bald die Bestien der Lüfte. Oh, vielleicht kommen noch Adler. Diese verkackten Adler. Was ist denn hier? Ach. Aha, wollten wir uns erst nicht aufmachen, ja? Och, Leute. Die tanzen schon eine Choreo. Ich kann sagen. Oh, das ist die Thriller-Tanzgruppe. Schau mal da hinten auf dem Hügel. Siehst Mount du das? Mount Doom. Boah. Boah, wie cool das aussieht. Und dich noch. Und den schnellen dich noch. Stil. Okay, ich nehme alles zurück. Nö, nee, passt schon. Du Bam! Heute nicht. Voll aus dem Bild getreten. Ja, pass auf, für dich. Höhepunkt für den letzten. Zack. Oh. Nochmal richtig lieb gehabt. Nimm mal noch einen mit von denen. Also, um die nächste Gruppe zu humiliaten. Du kommst mit. Das wäre auch so geil, wenn man einen mittragen würde aus dem ersten Level, wie den Zwerg bei Episode 2 Half-Life. Aber wenn wir irgendwann mal Half-Life 2 Let's Playen sollten, müssen wir das unbedingt machen mit dem Zwerg. Ist aber echt gut, wie sie es hinkriegen, dass ich mich total drauf freue, den zu töten. Den listigen durch. Ja. Oh, die schießen mir hier alle. Da schießt keiner. So cool, wenn man die im letzten Moment dann noch den Stil ändert. Ich weiß gar nicht, wohin soll rollen soll. Den Neo-Move schon gestartet und ich gemerkt, was hinter ihm ist. Ich Flashback zum letzten Betriebslimbo-Abend gehabt. Wo er dann unbedingt die eine aus der Buchhaltung beeindrucken wollte und es total schief ging. So. Finden Sie eine Möglichkeit, das Tor zu öffnen? Ich hoffte, dass sie eine andere Welt kommen würde. Eine Welt, die nicht von Battle und Blut geboren ist. Ich schwöre ihr dann, dass ich immer da für sie wäre. Vielleicht ist es nicht zu spät. Es gibt ein paar Dinge in dieser Welt, die wert zu kämpfen. Aber wenn du sie findest, dann gibt es keinen größeren Kampf. Okay, ich versuch's mit einer Leiche. Challenge accepted. Meine Damen und Herren, wir werden uns den Rest der Folge an dieser Position aufhalten. Aber es wird sich lohnen. Es wird sich Hallo. Lohnen. Hallo. Außerdem möchte ich einfach keine Widerworte an dieser Stelle. Ey! So nicht. Hallo? So ging das jetzt nicht. Ich finde es nicht gut, dass Sony offensichtlich gegen Leichenfledderei ist. Das ist eine Kunstform wie jeder andere auch. Ja! So muss das.
Gott, wir kriegen wieder Zuschriften da traut sich, vom Presserat. Da traut sich die Kamera schon gar nicht mehr mitzugehen. Ja. Hast du gesehen? Nee, hier, nee. Wer weiß, was die im nächsten Abschnitt machen. Oh, oh. Hä, ja, ich habe aber hochgedrückt. Ey, hallo? Michi, du kannst bezeugen, ich habe die Tasten gedrückt. Ich muss aber viel schneller und viel wütender drücken. Verdammt. So, jetzt aber. Ach, jetzt wollte ich die X drücken. Aha, das da, dann sofort vorbei. Wenn man beim ersten Mal es schafft und dann einen Fehler macht, ist ja ganz schön unfair hier. Das ist genau wie in der Schule. Wenn man was gut macht, dann wird man dafür eben nicht vernünftig belohnt. Schlecht machen ist am besten. So, jetzt aber. Sehr gut. Jetzt aber bitte mit dem Schwert ins Auge. Da ja, seht ihr mal, was er angerichtet hat. Cool. Oh, Fugi. Schau mal, da war der Vogel Fugi. Vom Bohan. Captain Bohan. Ja, jetzt bin ich so rumgezankt. Stich sie ab. Wow. Oh, shit. Naja. Oh, geil. Wie die eine so unbeteiligt daneben stand und dachte, bam. Naja, gucken wir mal. Sohle im Gesicht. Übrigens totale Kill-Kombo voll. Ich muss mir vielleicht noch aufsparen. Nicht für die drei Hanseln da. Drei Hanseln werde ich hier gleich töten. Oh, wo kam der Schwert eigentlich bei der her? Hallo? Ich glaube, sie hat's. Ach, die macht dann. Ah. Ich würde sagen, die macht dann noch so eine komische Kombo am Ende. Gut, dass da der Baum davor war. Das nicht zeigen mussten. Erledigt. Ich glaube, sie hat es verstanden. Nimm das mit? Aber das sind doch, dann kriegen wir neue Büchle. Ja. Nee, Bildchen. Ich dachte vielleicht, dass gleich Gegner kommen. Boah, jetzt sind wir ja voll aufgepumpt. Ein riesengroßer Käfig. Jetzt, wenn der Typ kommt, bringt uns das gar nichts, weil wir erst 1 Million Quicktime-Events machen müssen. Wie ist das eigentlich, wenn man so einen Boss mit so einer Combo angeht? Das funktioniert gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Nein! Just in time. Guys! The death of one so young is so delectable. And now you're here to enjoy the spectacle. Boah, scheiße, das wusste ich nicht mehr. Oh, krass, ey. Voll Gänsehaut, krass. Scheiße. I hope you've learned a few lessons since we last danced, Nariko. Let us see. Ja, du Arschloch. Die Angriffe kommen. Ja. Oh. Ich hege die leise Hoffnung, dass dieses ganze Fluch des Heavenly Sword dazu führt, dass man irgendwie die Sachen wieder ins Lot bringen kann.
Weil sie ja auch irgendwie nochmal eine zweite Chance jetzt bekommen hat. Achso, warte mal. Der Verteidigung ist das Dreieck, ne? Ja. Achso, oh, jetzt muss ich auch noch selber steuern. Upsala. Das ist wieder das mit die richtige Farbe drücken. Oh, 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 oh. Ich stehe aber eine ganze Menge von den Dingern rum, von den. Ja. Hey! Achso, scheiße, nicht gekontert. Mist. Ja, aber sieht auch so aus, als hätte er ganz schön viel Leben parat. Ey! Ja! Schön! Hä? Was war das denn? Ist da nochmal umentschieden oder was? Ja? Schön! Ist ja so gedacht. Ja, zählt, aber er hat so ein bisschen größeres Trefferfeld scheinbar. Och, schade. So viel dazu. Na komm, einmal machen. Doch, ach, komm. Wie lange der dann auch noch wegfliegt. Dass er diesen Angriff nicht zu lang macht. Ja, komm, den hätte er gelten lassen können. Ja. Oh. Geh mal einen Schritt weiter zurück oder bist das, du ganz das ist, so. So ein bisschen Nachteil bei einer Arena. Boah, Leute. Ja, und jetzt hin, schnell, schnell, schnell. Nee, nee, so schnell kommst du nicht ran. Sicher? Ja. Okay. Du warst sicher. Steht dann auch gleich auf. Ah, aber gut angedeutet war das. Hey, I'm so glad I didn't kill you during our first little dalliance, Nariko. Ja, das schweißtreibende Finale davon in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.